Welcome! Hallo! Hi! Was hast du uns mitgebracht? Was zu essen! Geilo! So, wir haben hier leckere Getränke und jede Menge Essen. Das wird das beste Video, was wir jemals zusammen machen werden. Ja, das für dich. Leute, wie gut sieht das aus? Hello, Kali Crew! Willkommen zurück zu einem neuen Video von Tessie! Ich bin Tami. Und ich bin Cassie. Wir drehen heute ein ganz besonderes Video. Ja, nämlich ein Girls Talk. Habt ihr euch ja gewünscht. Ja, auf Instagram haben wir das einige von euch geschrieben, dass ihr voll gerne einfach mal so unsere Meinung oder Erfahrung zu bestimmten Themen hättet, die wahrscheinlich eher interessant sind, dieses Mal nur für Mädels. Und ich dachte mir, das ist voll cool, weil ich habe keine ältere Schwester. Ich habe leider keine Schwester, also weder jünger noch älter. Und deswegen kann ich es voll nachvollziehen, wenn man so vielleicht gerne mal ein paar Tipps hätte oder ja, ein paar Einblicke in gewisse Themen. Und dann dachte ich mir, voll gut, weil wir reden eh über alles gefühlt. Yeah. Und dann dachten wir, warum nicht auch im Internet? Dann teilen wir das einfach mit euch. Und wie könnte man das besser machen als mit leckerem Essen? Wir haben das bei einem sehr guten Freund von uns geholt gerade eben. Türkisches Fingerfood. Wir haben eine kleine Auswahl an beispielsweise Pide, Idschli-Köfte und Fellerköfte. Ist alles handgemacht und alles selbst zubereitet. Falls ihr aus der Umgebung kommt, ich schreibe euch hier mal die Orte hin, dann schaut auf jeden Fall in den Infobox vorbei. Da ist das Instagram verlinkt und die Webseite gibt es auch. Ne? Müsst ihr unbedingt probieren. Support our friends. So, bevor wir starten, wie immer eine Frage. Von Lana Jabanu. Ich habe eine Frage. Warum antwortest du nicht auf meine Frage? Weil ich frage immer, was ist deine Lieblingsserie? Also erstmal, ich muss dazu sagen, ihr stellt mir ja immer super viele Fragen. Also falls ich eure nicht dran nehme über mehrere Videos, dann seid mir bitte nicht böse. Aber ich kann immer nur eine pro Video beantworten. Meine Lieblingsserie, ich habe gar keine richtige, einzige. Ich liebe alles, was mit Hochzeiten zu tun hat. Hochzeit auf den ersten Blick. Vier Hochzeiten, eine Traumreise. Ich glaube, ich habe keine alleinige Lieblingsserie. Ich schaue immer nur YouTube. Und du, hast du eine? Ich habe viele gute Serien, die ich anschaue, aber ich habe einen Lieblingsfilm und zwar The Blind Side. Oh, das ist ich so liebe süß. Diesen Film. Den gibt es, glaube ich, auf Netflix, Amazon. Guckt einfach, gibt's mal einen und schaut ihn euch an. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr eine Lieblingsserie habt oder Empfehlungen. Vielleicht müssen wir mal anfangen, Serien zu schauen. Ja. Nächstes Video. Ihr schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die zu lesen und dann ganz viel Spaß bei unserem Girls Talk und los geht's. Erstmal einen Schluck Cola. Oh! Wurde die geschüttelt? Geschüttelt, nicht gerührt. Okay, nochmal. Das war jetzt richtig unspektakulär. Jetzt du. Prösterchen. Prost. Okay, erstmal muss ich hier was probieren. Und zwar eine Idschli-Köfte. Gefüllt mit Kartoffeln. Mm, das ist schlecht. Kartoffel kommt schon. Alles, was frittiert ist, schmeckt geil, oder? Kann ich es mit den Fingern essen? Ja. Oh, die Kartoffelfüllung ist immer so gut. Dafür brauche ich sicher Untertitel. Ready für die erste Frage? Aber wann habt ihr eure Tage bekommen? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich war, wenn dann 13 oder 14. Eins von beiden. 12 oder 13. Also, ich weiß leider nicht mehr. Das war damals sowas richtig Krasses. Mhm. Ich dachte mir so, das werde ich nie vergessen. Und jetzt, ja, zack, ein paar Jahre vergessen. Später, keine Ahnung. Nee, also 13 oder 14. Habt ihr bei eurer Periode und eurem ersten Mal miteinander darüber geredet? Damals kannten wir uns noch nicht. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da war ich 15, also ein bisschen später. Aber wir reden jetzt darüber. Also, ja. Gibt kein Tabuthema. Nö. Und das wollte ich euch auch hier mitgeben, weil ich habe die Frage so in die Art voll oft gelesen. Wisst ihr, Periode ist was voll Normales, was ganz Natürliches. Jede Frau eigentlich bekommt die. Und deswegen ist es voll normal, dass man darüber redet. Und man sollte dafür sich irgendwie nicht schämen oder sagen, oh mein Gott, ich kann das nicht ansprechen. Es ist voll wichtig, darüber zu reden. Das ist was ganz Natürliches. Ja, eben. Erstes Mal rasieren. Wie frage ich meine Mutter? Ich habe meine Mutter damals gar nicht gefragt. Ich auch nicht. Die Situation weiß ich auch noch so genau. Also wir sind ja so eine Fünfer-Mädelsgruppe und eine von uns, bei der war ich zu Hause damals. Und sie hat ihre Beine schon früher rasiert, sie ist auch ein Jahr älter. Hat ihre Beine schon rasiert und ich wollte das auch unbedingt haben. Und dann haben wir uns ins Waschbecken gesetzt, sie hat mir den Rasierer gegeben, ich habe meine Beine rasiert. Und dann bin ich nachts zu meinen Eltern, ich so, Mama, ich habe rasierte Beine. Und sie, was, du hast deine Beine rasiert? Meine Mutter war so sauer. Ich verstehe gar nicht, warum. Also ich verstehe es echt nicht. Ich habe das meiner Mutter, glaube ich, gar nicht erzählt. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Hat sie nie gefragt, also hat niemand auch darüber geredet oder so, einfach egal. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass da irgendwie sowas gab, wo jetzt prägend für mich gewesen wäre. Also von dem her glaube ich nicht, dass es ein Thema war. Ist ja auch nicht Schlimmes. Nee. Also ich weiß nicht, warum meine Eltern damals so ausgerastet sind. Aber ja, wie frage ich meine Mutter? Ich würde einfach ganz offen, oh, ich blende dich hier mit meinem Messer, Gabel,
Ich würde einfach ganz offen hingehen und sagen, Mama, ich habe den Wunsch, ich würde mir das wünschen, das zu machen. Also mach es vielleicht nicht so wie ich, sondern sprich es einfach vorher an. Dann sind eure Eltern vielleicht nicht sauer, sondern einfach, hey, guck mal, das ist was, was ich mir wünsche. Es ist was Normales, es kommt irgendwann. Die meisten Frauen machen das und da kann man einfach darüber reden. Ja. Dann kann die euch auch helfen, irgendwie einen Rasierer zu finden oder eine Art zu finden, wie ihr das euch in Tat, gibt ja auch mehrere Optionen. Einfach offen reden ist meistens die beste Lösung. Nächste Frage geht auch darum, wie frage ich meine Mama nach einem BH? Ich glaube, ich habe damals zu meiner Mama gesagt, Mama, ich hätte gerne einen BH oder irgendwas, was ich anziehen kann. Und dann war das kein Thema, dann sind wir einkaufen gefahren und das war dann so eine Art Bustier. Und ich glaube, er war damals schwarz mit blauen Streifen, glaube ich. Cute. Ja, aber also es war kein richtiger BH mit Bügeln oder so, sondern einfach ein Bustier, das ich anziehen konnte. Das wäre auch vielleicht so ein Einsteigerding. Weil meistens braucht man ja auch keinen BH. Also viele junge Mädels brauchen ja noch keinen von der Größe her jetzt, dass man sagt, ich brauche diesen Support, sondern wirklich einfach nur, damit man sich ein bisschen mehr bekleidet fühlt oder man nichts durchsieht oder so. Und Bustier ist dann da die perfekte Option. Also vielleicht damit erstmal anfangen und das da und danach fragen. Hattet ihr auch mal Streitphasen oder Zeiten, wo ihr euch nicht verstanden habt? Gestritten haben wir uns bestimmt. Da fällt mir so spontan ein, als wir zusammen in der USA oder als ich dich in der USA besucht hatte, über diesen längeren Zeitraum, wo wir danach noch in unserem Reisemonat waren. Da haben wir uns tatsächlich öfters mal in die Haare bekommen. Oder was heißt in die Haare bekommen? Angezickt? Ja, genau. Aber dann, keine Ahnung, jeder eine Stunde so für sich gewesen und danach wieder alles in Ordnung. Oh, ich weiß noch einen Moment, da waren wir am Flughafen und da habe ich dich so angepumpt, oh mein Gott. Da waren wir am Flughafen und wir waren halt komplett übermüdet. Wir sind dann 3 Wochen lang in den USA rumgereist nach meinem Au-pair-Jahr. Dann waren wir am Flughafen, mussten ewig irgendwie auf den Flug warten und ich bin endlich eingeschlafen, weil es war einfach so lange da zu warten. Ich bin endlich eingepennt, war so froh, so, oh, zum Glück kann ich jetzt schlafen. Und dann kommt Tami und weckt mich und sagt, ich gehe mal aufs Klo. Und ich dachte mir so, Alter, geh doch einfach aufs Klo. Aber es war ja voll gut, weil sonst wäre unser Gepäck weg gewesen oder keine Ahnung. Oder ich wach auf und sie ist weg und hätte voll die Panik bekommen. Also es war ja gut, dass du mich geweckt hast, aber in dem Moment war ich so pissig. Oh mein Gott. Also nee. Ja, wir haben, ich würde die Streitphasen sagen, naja. Zickereien. Ja. Aber ich denke, auf die Dauer, wo wir da zusammen waren, 24/7 jeden Tag über 8 Wochen, glaube ich, dann passiert das einfach mal. Ja, solange man sich wieder verträgt, ist alles gut. Eine Stunde später war wieder alles in Ordnung. Du Zicke. Nächste Frage, seid ihr zufrieden mit eurem Körper? Ich würde sagen, eigentlich prinzipiell ja. Ich glaube, es gibt immer was jeder verändern möchte oder was er an sich selber nicht mag. Aber ich finde, das sollte man nicht so in den Fokus stellen und sagen, oh, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, sondern jeder muss anfangen, sich selbst zu lieben und... Oh, Amen. Ja, ja. Voll. Und halt sich zu akzeptieren. Zum Beispiel ich habe eine Sache, die ich nämlich mag, und zwar, dass ich so unsportlich bin. Also mein Körper, ich würde schon sagen, ich habe eine schlankere Figur, aber ich bin nicht trainiert, also ich bin komplett wabbelig, weil ich keine Muskeln habe. Und die einzige Person, die das ändern kann, bin ich halt selber. Ja. Ich bin aber zu faul zum Sport machen, also akzeptiere ich mich einfach so, wie ich bin, dass ich halt keine muskulösen Beine oder Arme habe und damit lebe ich dann. Also ich könnte das ja ändern, ich habe aber keine Lust dazu und ich akzeptiere mich einfach so, wie ich bin, in dem Punkt dann. Auf jeden Fall ist eine gute Idee. Da war noch... Ne? Was ist das? Gar nicht so einfach hier im Auto zu essen. Das perfekte Alter für einen Freund. Boah, das ist auch so eine schwere Frage. Ich glaube, es gibt die leichte Antwort. Es gibt kein perfektes Alter. Mm-mm. Wollte ich auch gerade sagen. Gibt, glaube ich, kein perfektes Alter dafür. Man muss halt einfach sich wohlfühlen mit der Person. Da im Einklang sein, was zu dem Alter eine Beziehung für einen definiert. Was bedeutet eine Beziehung? Verstehen wir das gleich? Mm. Sind wir schon bereit, das beide zu wollen? Und dann gibt es kein perfektes Alter. Und es ist auch so unterschiedlich. Wir haben eine Freundin, die hat mit 19 ihren ersten richtigen Freund gehabt. Ich hatte mit 14 meinen ersten richtigen Freund. Mhm. Das sind 5 Jahre dazwischen. Und alle von uns sind glücklich und haben ihre Erfahrung auf die eigene Art und Weise gemacht. Auf jeden Fall. Und genauso, glaube ich, irgendwann mit dem Heiraten oder so, oder Kinder kriegen. Es gibt kein perfektes Alter für alle. Nee, jeder muss das perfekte Alter und alles für sich selber finden. Genau. Habt ihr schon mal zusammen geduscht? Haben wir schon mal zusammen geduscht? Ich weiß gar nicht. Bestimmt. Also, wir haben noch nie, glaube ich, unter einer Dusche zusammengestanden, weil es keine Situation gab, aber ich glaube, es geht auch um die Frage, hat man den anderen schon mal nackt gesehen oder gibt es da irgendwie Hemmschwellen oder so? Keinen Fall. Du hast schon viele Mädels nackt gesehen. Ja, ich spiele Fußball, seitdem ich, keine Ahnung, 11, 12 bin. Und nicht bin, sondern war.
Da musste ich mit ganz vielen unterschiedlichen Mädels duschen. Klar, die Mädels habe ich dann regelmäßig gesehen, aber vielleicht auch mal mit den Gegnern zusammen. Und von dem her, also habe ich überhaupt keine Hemmung dabei und ist einfach so ist was ganz Normales geworden. Ja, also ich finde es auch nicht schlimm. Wir sehen halt alle nackt im Endeffekt gleich aus. Vielleicht so ein bisschen unterschiedlich, aber ich habe gar kein Problem damit, irgendwie Leute nackt zu sehen oder vor Leuten, die ich mag, nackt zu sein. Weil es schaut mir keiner was ab. Mm-mm. Und ich habe auch nichts Geheimes an mir. Keinen dritten Arm oder so, den keiner sehen darf. Nee, deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Also du, aber ich sehe da was. Mein dritter Arm. Wie lange nimmst du die Pille? Gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe die vor, ich glaube, mittlerweile 4 Jahren abgesetzt. Aber davor habe ich sie 8 Jahre genommen. Ich habe sie vor einem halben, dreiviertel Jahr abgesetzt. Und ich würde keinem empfehlen, die jemals zu nehmen. Kann ich so unterschreiben. Was war das Verrückteste, das ihr je erlebt habt? Ich musste da voll halt an unser, also ich habe es jetzt auch zusammenbezogen und an unsere Reise gedacht. Oh ja. Ich glaube, da gab es viele verrückte Sachen. Aber einfach, dass wir halt, da waren wir 21, da 3 Wochen lang alleine durch die USA gereist sind, das war schon das Verrückteste. Auf jeden Fall, wir haben da so viele Sachen erlebt und so viele Dinge, worüber ich heute noch nachdenken muss. Einfach, ja, weil ich entweder drüber lachen muss oder mich manchmal frage, krass Mann, wie haben wir das gepackt, was haben wir da gemacht? Und ja, ohne Auto durch die USA, ja. Einfach allein in diesem riesigen Land hin und her geflogen, Airbnbs gehabt, irgendwo Couchsurfing haben wir sogar gemacht. Also das war auf jeden Fall das Verrückteste. Ja, aber es war super toll. Ich erinnere mich so gern an die Zeit zurück. Ich will so gern wieder dort. Ist es schlimm, wenn alle Mädchen ihre Tage haben, außer mir? Nein. Absolut nein. Eben, es gibt unterschiedliche Alter. Ich glaube, man kann die so bekommen. Mhm. Normalerweise von 11 bis 15 oder so. Alles, was dazwischen liegt, ist, glaube ich, normal, soweit ich weiß. Und sei froh, solange du sie noch nicht hast, weil sie werden kommen. Und solange du sie noch nicht hast, musst du dir keine Sorgen um Hygienebedingungen machen oder um Bauchschmerzen oder so. Einfach die Begleiterscheinungen, die da mitkommen. Mhm. Genieß die Zeit noch ohne. Eben. Die kommen schon. Würdest du mit mir zusammen eine WG gründen? Überlegst du jetzt gerade? Einmal schlucken. Sie überlegt. Sich gerade gute Abfuhr. Es liegt nicht an dir. Ich möchte nicht mit Essen vollspucken. Wahrscheinlich. Das hat tatsächlich eine sehr gute Frage, worüber ich mir echt schon oft Gedanken gemacht habe. Weil, ja, einerseits würde ich auf jeden Fall, aber ich glaube, dass wenn wir jeden Tag aufeinander sitzen würden, dass wir uns irgendwann richtig doll anzicken. Was? Also. Ja, hat ja funktioniert. Wir waren ja eine ganze Zeit lang, haben wir ja zusammen gewohnt und alles gemeinsam gemacht. Aber ich glaube, dass es vielleicht auf lange Jahre eventuell auch gar nicht gut gehen kann. Kann natürlich auch gut gehen, aber ich habe noch nie in der WG gewohnt. Also keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wie das so ist, wenn man alles oder das Badezimmer, die Küche und diese ganzen Räume mit jemand anderem teilen muss. Ja, also ich glaube, es gibt so Menschen, die sind dafür gemacht und welche, die können gar nicht mit anderen Leuten leben. Die sind einfach viel lieber allein in ihrer Wohnung so. Ich habe schon viele Jahre jetzt in vielen WGs gewohnt und ich fand es immer mega, mega, mega cool. Deswegen wäre ich offen für eine WG. Also ich, auch mit mir? Ja. Bevor es weitergeht, probiere ich jetzt erstmal diese Paprika. Wie heißt das Gericht? Weißt du das? Dolma. Gefüllte Paprika. Oh, die ist weich. Ja, aber schmeckt. Mhm. Okay. Aber ich habe es mir richtig hart vorgestellt, irgendwie eine rohe Paprika. Warum auch? Aber geil. Willst du auch? Nein, danke. Ich hasse Paprika auf den Tod. Egal wie klein die Paprika ist, Tami wird sie rausschmecken. Ja, es gibt nichts, was ekliger ist wie Paprika. Koriander? Ja, nein. Nicht schlimmer? Oder auch also, schlimm? Nee, auch schlimm. Nicht schlimmer wie Paprika. Paprika ist das Schlimmste. Also lieber Koriander wie Paprika. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt... Excuse me! Was war die Dose? Ja, ja. Also ich bin 14 und schminke mich noch nicht. So meine Freunde schon. Muss ich mich anpassen? Nee. Auf keinen nicht. Fall. Ich war... 19, 20, also als ich mich regelmäßig geschminkt habe, oder was heißt geschminkt, für mich war Schminken Mascara drauf zu tun, ist es jetzt immer noch, aber
davor hatte ich gar nichts, wirklich 0,0. Und ich weiß, dass du dich beispielsweise schon viel früher geschminkt hattest, oder Judith zum Beispiel auch, aber ich glaube, ich war die Einzige bei uns im Freundeskreis, die ohne Schminke rumgerannt ist, ja. Bis ich eben fast 20 war. Oder jetzt auch oft noch, oder zum Beispiel Judith hat sich früher voll arg geschminkt und jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. Ich schmink mich immer, aber weil ich mich halt so wohler fühle und es mir auch Spaß macht, aber... Ja, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Also da gibt's, das muss man auch nie machen. Also nee. Nee. Du musst dich auf keinen Fall anpassen. So. Wenn es dir so gefällt und wenn es für dich so in Ordnung ist, dann ist doch gut. Und das sind auch so Stereotypen, glaube ich, die man einfach so lernt. Dass man sagt, Frauen schminken sich und Männer dürfen sich nicht schminken. Das ist auch so ein Bullshit. Jeder soll das machen, was er will oder eben nicht machen, was er nicht möchte. Männer können sich schminken, aber wenn du ein Mädchen bist, brauchst du niemals Mascara anfassen oder Concealer. So, es ist einfach so, wie du dich schön fühlst. So gehst du raus. Ist es für... Ist es euch früher oder heute noch peinlich, über eure Periode zu sprechen? Mhm. Nö. Wie schon am Anfang gesagt, wir haben echt gar keine Tabuthemen. Und da bin ich echt froh drüber, weil ich weiß nicht, ob es jedem so geht, dass man vielleicht eine Schwester oder eine Freundin hat oder eine Mama, wo man ganz offen über alles reden kann. Ich glaube, wir sind da auch einfach sehr offene Menschen. Also ich habe überhaupt kein Problem. Es sind ja auch alles so ganz natürliche Sachen. Es ist nichts, was nur ich habe. Bin ich komisch? Jede Frau hat ihre Periode. Da kann man doch darüber reden. Also eben. Und es hilft mir manchmal auch weiter, wenn ich ein Problem habe und dann zu fragen, hey, hast du das gleiche Problem? Was machst du dagegen? Ja. Dann fühlt man sich nicht allein und merkt, okay, das ist ganz normal und dann, also ich finde es wichtig, über solche Themen zu reden. Auf Deswegen hoffe ich, dass euch das Video auch hilft. Ich wünschte, es gäbe so YouTube-Food, oder wo ihr das riechen könntet und essen könntet, damit ihr sich davor sitzt und euch denkt so, Girls, give me something davon. Oder ey, schmatz mal nicht so in die Kamera. Bin gespannt, wie nachher der Ton ist. Ich auch. Bestimmt kann man die Hälfte nicht verstehen. Und das Video die ganze Zeit. Was haben sie gesagt? Ich verstehe es nicht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was die Leute denken, wenn die hier vorbei... Excuse me, war Cola. Was die Leute denken, sich denken, wenn die hier vorbeilaufen und uns mit der Kamera im Auto reden sehen. Ich glaube, durch das, dass wir hinterm Baum stehen, sehen die das gar nicht. Hoffentlich. Oder nehmen das gar nicht so wirklich wahr. Immer diese Influencer. Was tun die da? Boah, da bin ich jetzt gespannt. Wie oft duschst du dich pro Woche? What? 5, 6, 7, 4... Doch, ich weiß selber nicht, ob meine Antwort normal ist. Keine Ahnung. Im Winter, wenn es kalt ist, wenn ich nicht schwitze, weil ich mache keinen Sport und ich sitze immer nur den ganzen Tag am PC oder am Videoschein, da ist keine schweißtreibende Arbeit, da dusche ich alle 3 Tage. Und im Sommer, wenn ich schwitze, mit Maila draußen war oder mich doch mal irgendwie körperlich betätigt habe, dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Also so, ich mache es immer von meinen Haaren abhängig. So lange, bis die fertig aussehen, dann gehe ich wieder duschen. Okay. Also ich würde sagen 5 bis 7 Mal. Also, ja, schon. Gegen mich ist es viel. Ja, aber es gibt ja eigentlich auch Duschen ohne Haare, Duschen mit Haare, nur Haare. Ja, das stimmt. Also, nee, aber wenn ich merke, hier riecht's, dann wasche ich mich einfach mit dem Waschlappen und ansonsten gehe ich halt ganz duschen mit Haaren und allem. Aber ich denke mir immer, solange ich nicht rieche und keine fertigen Haare habe, gehe ich nicht duschen. Und wenn eins davon in Kraft tritt quasi, dann gehe ich. Ja. Jeden Tag zu duschen ist ja eigentlich auch nicht gesund für die Haut. Ja, oder für die Haare. Sondern auch so wenig wie möglich, aber trotzdem so, dass man angenehm riecht. Oh Gott, einmal Kohlensäure getrunken und direkt die ganze Zeit ausstoßen. Oh, excuse me. Ich trinke sonst immer stilles Wasser. Oh Gott. Das letzte Mal, als wir ein Video gedreht haben, war auch ein Rülpser drin. Ich habe ihn rausgeschnitten. Vielleicht kriegt ihr hier einen kleinen Einblick. Bitte, bitte, bitte. Farbe ist der Schlüssel. Unser Alginat ändert seine Farbe. Oh, sorry. Um Ihnen den Härtungsgrad anzuzeigen. Ich muss so oft rülpsen, dass Zeit. Ich kann es... Das lasse ich natürlich nicht drin. Bitte doch. Ich habe mich totgelacht. Ich konnte nicht mehr. Nackt sein vor Freunden oder Familie. Ich hatte es ja vorhin schon angeschnitten, ich habe gar kein Problem damit, aber ich wurde halt auch so erzogen, dass es einfach normal ist. Wir sind alles Menschen, nur die Kleidung oben drüber bedeckt es quasi, aber darunter sind wir alle gleich und deswegen habe ich das auch von meinen Eltern immer schon so beigebracht bekommen. Es gibt keinen Grund, warum man sich für irgendetwas schämen muss und dass man sich so zeigen kann vor den Leuten, die man halt mag. Also nicht vor Wildfremden, obwohl manche Leute machen FKK, aber dann machen sie auch alle. Oder gehen in die Sauna zum Beispiel. Mhm.
zum Beispiel, da ist es jetzt interessant. Ich glaube, in die Sauna zu gehen, da hätte ich schon eher eine Hemmschwelle, weil ich mir denke so, ich weiß nicht, wen ich da triff oder was für Leute da sind. Aber ich glaube, weil es einfach fremde Leute sind. Ja, da hätte ich dann auch so, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich doch lieber mit Handtuch. Mhm. Aber für Freund, Familie, ja, den vertraut man ja auch. Ja. Aber ich meine, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Ich glaube, nicht jede Kultur ist es so, dass man sagt, okay, Freunde oder für Freunde und Familie ziehe ich mich um oder ziehe ich mich jetzt aus. Ja, genau. Eben, das, weil ich auch meinte, meine Eltern haben es mir jetzt so beigebracht, aber wenn ihr vielleicht eine andere Religion oder so habt oder das von euch anders ausgeübt wird, dann ist es auch okay, wenn man sagt, das will ich nicht. Mhm. Geht es wieder darum, jeder das, was er mag. Genau. Ich mag das. Ich habe so gelacht. Habt ihr schon mal nach dem Friseur geweint? Ja. Als ich früher klein war, jedes Mal. Oh mein Gott, es war immer ein Drama. Mhm. Ich habe die Friseurin so gehasst. Bei mehreren. Ich war bei so vielen schon und die haben mich schon so oft meine Haare versaut, verschnitten, gefärbt, verfärbt. Ich habe wirklich ein Trauma gehabt. Ohne Witz. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, als ich nach dem Friseur geweint habe, war vor 5 Jahren oder so und da habe ich dummerweise meinem Freund ein Bild geschenkt, auf dem ich richtig geheult habe und er zieht mich bis heute noch damit auf, wenn er das sieht. Es ist einfach Gold wert, die Friseurin oder den Friseur seines Vertrauens zu finden. Ich habe jetzt seit 2-3 Jahren einen Friseur und ich gehe nur noch dahin. Ich muss 2 Stunden dahin fahren, aber es ist es mir wert, weil ich weiß, ich komme glücklich da raus. Aber glaubt mir, Leute, früher, als meine Mom noch meine Friseure ausgesucht hat, ich habe so oft geweint. Es war immer eine Katastrophe. Vor allem, weil sie das zu kurz gemacht haben. Oder plötzlich hatte ich die gleiche Frisur wie meine Mutter. Meine Mutter hat eine Kurzhaarfrisur. Und ich wollte nicht aussehen wie meine Mutter. Aber sie wollte. Habt ihr eine Menstruationstasse schon mal benutzt? No. Ich auch nicht. Aber es würde mich echt interessieren. Aber so ist ja auch mega gut für die Umwelt. Kein Müll. Aber es hört sich für mich einfach noch ein bisschen komisch an. Also ich habe noch eine Hemmschwelle, das zu benutzen. Aber es bietet viele Vorteile. Okay, ihr merkt, wir sind kein Profi, sie haben die noch nie benutzt. Es ist ein interessantes Thema. Alles, was irgendwie eine nachhaltige Option ist, ist cool. Würde ich immer gerne ausprobieren. Aber da habe ich noch ein bisschen Informationsbedarf und muss mich erstmal informieren, ob das was ist. Hm. Weiß auch nicht, ob das für mich was ist. Oder nicht, oder keine Ahnung. Wenn ihr schon Erfahrung habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, würde mich auch mal interessieren. Okay. Hat sie das Kind gerade blöde Kuh genannt? Weiß nicht. Hinter uns ist ein Spielplatz und ich glaube, die Frau hat zu ihrem Kind gesagt, du blöde Kuh, wir gehen gleich heim. Ich hoffe, ich habe mich gerade verhört. Ich auch. Aber dann hat sie gesagt, lass ihn in Ruhe. Oh, lass ihn in Ruhe. Wahrscheinlich hat sie gesagt, lass ihn in Ruhe. Ich hoffe es. Das war's mit euren Fragen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, das Video. Und wir konnten euch als Freundin, als ältere Schwestern irgendwie was mitgeben. Das würde mich mega freuen. Ansonsten, falls ihr andere Fragen habt zu irgendwelchen Themen, schreibt es mir in die Kommentare. Dann gibt es vielleicht bald einen Part 2 unseres Tessie Q&A. Juhu. Und ansonsten, schaut bei uns auf Instagram vorbei. Tamara will jetzt auch sehr aktiv werden. Also besucht ihr Profil, spammt sie zu. Und dann sehen wir uns in unserem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.